Bei der Landtagswahl in Thüringen geht es für Ministerpräsident Bodo Ramelow um die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün. Doch ob es reicht, ist fraglich. Deutschlands erster linker Ministerpräsident geht zwar mit einem klaren Amtsbonus ins Rennen, doch schwächelt sein Koalitionspartner SPD mit Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee. Nur noch maximal 9% der Wähler wollen Umfragen zufolge ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten machen. Für die Linke dagegen sieht es mit bis zu 29% in den Umfragen gut aus. Die AfD kann wie zuvor schon in Sachsen und Brandenburg mit einem starken Abschneiden rechnen. Ob der jüngste Anschlag von Halle darauf einen größeren Einfluss hat, darüber sind die Wähler geteilter Meinung. Ich glaube nicht, dass es auf die Landtagswahl da Auswirkungen hat. Denn wenn sie alles schützen wollten, ja, es passiert immer wieder so gruselige Sachen. Ja. Wichtiges Thema, was mich natürlich länderübergreifend interessiert, ist der Aufschwung des neuen Rechtsradikalismus, der mich sehr beschäftigt oder der viele sehr beschäftigt. Nicht erst seit der Anschläge in Halle oder dem Anschlag in Halle. In AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke sehen die anderen Parteien einen geistigen Brandstifter, der mit rechten Hetzparolen den Boden bereite für antisemitisch oder ausländerfeindlich motivierte Bluttaten wie in Halle. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Mike Moring will die Regierungsbank zurückerobern mit einem bürgerlichen Bündnis. Allerdings fehlt es ihm an möglichen Partnern. SPD und Grüne wollen lieber mit Ramelow weiterregieren. Die FDP muss um den Einzug in den Landtag bangen und die AfD kommt als Koalitionspartner nicht in Frage. Weder für die CDU noch für die anderen Parteien.